Reiseführer für Leipzig. Wir wollen euch jetzt die besten Sehenswürdigkeiten und die Übernachtungsmöglichkeiten und alles Mögliche von Leipzig zeigen in diesen nächsten 30 Minuten. Und es gibt eine oder andere Überraschung und wir haben auch einen Blog, der nur für Kinder ist. Leipzig ist für uns deshalb was Besonderes. Wir haben schon ganz, ganz viele Reiseführer gemacht über andere Städte und auch über Nachtzüge in ganz Europa. Leipzig, da sitzen wir als Firma, da machen wir unsere Videoproduktion und deshalb ist es diesmal ja, für mich was ganz Besonderes, weil ich rede über Leipzig, wo ich wohne. Wir fangen mal an mit den Sehenswürdigkeiten von Leipzig, danach geht es weiter mit den Verkehrsmitteln, dann gibt es noch das Rubrik für Kinder und dann gebe ich auch noch ein paar Hoteltipps, wo man hingehen könnte und das Ganze gehen wir mal durch. Die wichtigste Sehenswürdigkeit von Leipzig, das ist aus meiner Sicht das Völkerschlachtdenkmal und das befindet sich im Südosten der Stadt und wir gucken mal, ob ich euch das mal ganz kurz zeigen kann, wo das ist und wir gehen mal hier auf die Landkarte. Und zwar haben wir das hier eingezeichnet und man vielleicht zur Orientierung, hier ist der Hauptbahnhof, dort ist die Innenstadt und hier ist das Völkerschlachtdenkmal, erreicht man wunderbar mit der Straßenbahn. Und dort kann man hochlaufen auf die ganzen Stufen und kann sich das Ganze angucken und man hat einen wunderbaren Blick auf Leipzig. Ihr seht ja die eingeblendeten Bilder gerade, ein wunderbar hohes Haus. Und vielleicht dazu noch ganz kurz, es sind wohl bis zur Aussichtsplattform um die 500 Stufen von ganz unten bis oben. Und es ist gebaut worden und zwar 1913 und das ist genau 100 Jahre nach der Völkerschlacht, die 1813 stattfand. Das Ganze also in Leipzig und es ist sehr monumental, wenn man vor allen Dingen reingeht, dann sieht man drinnen so und hat man so eine ganz, ganz mystische Atmosphäre dort drinnen. Und es gibt neuerdings auch Führungen durch die Katakomben. Da muss ich aber zugeben, weiß ich gerade nicht, wann man das machen kann. Vielleicht vorher mal anrufen. Das ist auch schon beeindruckend, weil das war eines der ersten Betonfundamente und es steht immer noch. So, dann gehen wir weiter in die Leipziger Innenstadt und ich möchte euch die beiden wichtigsten Kirchen der Leipziger Innenstadt zeigen. Wir gehen jetzt mal hier so drauf. Das eine ist hier die Thomaskirche und das andere ist auf der anderen Seite die Nikolaikirche. Beide Wege etwa, ich würde sagen, 10 Minuten auseinander, länger nicht. In der Thomaskirche war Johann Sebastian Bach auch Thomaskantor und das war dann das Ganze hier. Und die Nikolaikirche ist auf der anderen Seite der Stadt, also der Innenstadt und das ist quasi der Startpunkt für die Friedliche Revolution. Wenn ihr dort auf dem Platz steht, dann gibt es eine Säule, die hat man als Denkmal draußen hingestellt. Ihr seht es ja jetzt vielleicht. Und da ist es so, dass diese Säule halt dasteht als Zeichen, dass die Revolution aus der Kirche nach draußen gegangen ist. Und deshalb steht sie heute auf dem Platz. Es lohnt sich, beide Kirchen zu besichtigen. Beide Kirchen sind sehr schön. In der Thomaskirche gibt es regelmäßig auch Konzerte. Und in der Nikolaikirche auch. Einfach mal informieren und dann einfach mal schauen, was es gerade so gibt. Zwischen der Thomaskirche und der Nikolaikirche befindet sich die alte Börse. Das kann ich euch mal hier zeigen. Das ist auch der Naschmarkt. Erstens kann man dort schön nett draußen sitzen und die alte Börse, die kann man in der Regel nicht einfach so besichtigen, weil das ist ein Veranstaltungs-Event-Location, wo man nur rein kann, wenn es Veranstaltungen gibt. Drinnen ist sie aber auch gar nicht so spektakulär wie von draußen. Draußen sieht sie einfach schön aus. Daneben ist gleich, können wir hier gleich mal weitergehen, das Stadtgeschichtliche Museum. Und dort kann man sich über die Kultur und kann man sich über die Stadt informieren, über alles, was bei uns so passiert ist in Leipzig, über die Geschichte. Und es ist sehr schön, das ist im alten Rathaus, was nämlich hier ist. Und daneben ist nämlich gleich der Marktplatz. Und das heißt also, man hat einen wunderschönen Blick vom Marktplatz zum alten Rathaus. Gerade am Abend sieht das echt toll aus. Und daneben gibt es halt die alte Börse dahinter gleich. So, wenn wir einmal in der Innenstadt sind, machen wir gleich mal weiter in der Innenstadt. Und wir gehen mal zusammen zum Augustusplatz, der ist hier und da gibt es mehrere Sachen, die ihr sehen könnt. Zum einen habt ihr dort, wie wir euch jetzt einblenden, den Mendebrunnen, ein sehr schön gestalteter Brunnen und rechts und links davon gibt es einmal die Oper und einmal das Gewandhaus zu Leipzig. Für beides lohnt es sich mal Konzertkarten zu holen oder Opernkarten zu holen. Es ist auf jeden Fall sehr schön. Die Oper hat gerade im Eingangsbereich eine kleine Baustelle, aber je nachdem, wann ihr es seht, dann ist sie wieder weg. Man kommt aber jetzt trotzdem in die Oper rein, nur von Seiteneingängen. Das ist so ein bisschen der Punkt, dass man einfach das nur wissen muss. Augustusplatz finde ich auch schön gelungen mit diesem flachen Brunnen, der da in der Mitte drin ist, nochmal der auf der anderen Seite, nämlich vor der Oper. Das ist auf jeden Fall auch ein Besuch wert. Und wenn wir einmal beim Augustusplatz sind, dann gibt es hier gleich das Paulinum. Das ist kein Nachbau, das ist jetzt falsch. Das ist
Ich würde sagen, es ist ein Neubau der alten Universitätskirche, die damals zu DDR-Zeiten noch gesprengt wurde, obwohl sie den Krieg gut überlebt hat. Und da lohnt es sich auch mal reinzugucken. Es sieht sehr beeindruckend aus. Und von draußen auch der Schnitt der Kirche. Da gab es damals ein bisschen Streit. Manche Leute wollten eine historische Kirche haben. Ich denke, das ist sehr gut gelungen. Und dieses Paulinum wird halt heutzutage genutzt für die Universität. Aber es erinnert halt ganz deutlich noch an die Kirche, die an dieser Stelle gestanden ist. Ja, dann gehen wir in der Innenstadt trotzdem noch ganz schnell weiter und gehen zum Zeitgeschichtlichen Forum. Dort kann man sich informieren über die Geschichte in der Nachkriegszeit, über die Geschichte der DDR. Das ist dann dort und ich glaube sogar, das kostet keinen Eintritt, lohnt sich hinzugehen, ist hier gleich in der Krümmerschen Straße in der Hauptfußgängerzone. Vielleicht auch mal ganz kurz für alle Shoppingwütigen. Wir haben zwei große Einkaufsstraßen in Leipzig. Das eine ist die Krümmersche Straße und das andere ist die Petersstraße. Und dazu gibt es noch hier die Höfen April zum Einkaufen und dem Hauptbahnhof, da komme ich aber gleich auch noch dazu. Oder da können wir eigentlich gleich mal hingehen. Der Leipziger Hauptbahnhof war lange Zeit der größte Kopfbahnhof Europas. Dann hat man ein paar Gleise geopfert zugunsten von Parkhäusern. Das ist jetzt offiziell nicht mehr der größte, aber es lohnt sich trotzdem reinzugehen, weil es ist eine Riesenhalle, man kann sie gut besichtigen und es ist eine Symbiose zwischen Einkaufen und Reisebedarf und Reisende. Und deshalb wird der Leipziger Bahnhof regelmäßig zum schönsten Bahnhof Europas gewählt. Und das ist auf jeden Fall lohnt. Geht mal hin und schaut euch den Ganzen mal an. Und wenn ihr sowieso anreist, das kommen wir dann noch dazu, dann macht es vielleicht am besten mit der Bahn. So, jetzt gucke ich mal hier auf meinen Zettel, was ich dann euch noch zeigen möchte. Ja, es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich euch zeigen möchte. Und zwar gibt es hier das Grassi-Museum. Das ist hier auch gleich beim Augustusplatz. Ich würde sagen, 10 Minuten zu Fuß weg und das ist so ein bisschen ein Museum für angewandte Kunst. Hier steht es ja auch da. Und Völkerkunde und Musikinstrumenten, alles hier drinnen. Ein sehr, sehr schönes Museum, was man auch besichtigen sollte und was man auch für Leipzig, finde ich, mit auf der To-Do-Liste stehen sollte. Und dann gibt es hier noch eine Galerie für zeitgenössische Kunst. Die ist hier. Die ist in der Nähe vom Clara Zetkin Park. Und das ist eine Kunstgalerie, eine, ich glaube, private Kunstgalerie, die sich auch lohnt zu besichtigen. Dort gibt es auch ein nettes Café daneben. Auf jeden Fall einfach mal hingehen. Wer sich für Kunst interessiert, ist dort auf jeden Fall richtig aufgehoben. Und dann bleiben wir gleich beim Thema Kunst. Und man muss dazu sagen, Leipzig hatte sehr, sehr viele alte Fabrikgebäude, die dann nach der Wende leer standen. Und daraus hat man aus der Not eine Tugend gemacht und hat jetzt sehr, sehr schöne Locations geschaffen für Kunst und für Künstler. Und einer ist hier draußen im Westen, im Plagwitz. Und da gucken wir jetzt mal ganz kurz hin. Und zwar ist das die Spinnerei, das Spinnereigelände, das ist hier. Und ich gucke jetzt mal, dass ich das mal für euch mal so zeige, mit dem Luftbild. Na, das dauert ein bisschen. Hier, dieses Gelände, das lohnt sich hinzugehen. Da gibt es Theater drinne, da gibt es auch Galerien drinne, da haben Künstler ihre Ateliers und gibt auch einen Kunstbedarfsladen drinne und es gibt ein Kino drinne und es gibt auch Coworking Spaces drinne. Und das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Das ist im Westen von Leipzig. Und den erreicht man vom in Plagwitz gleich. Das ist auf jeden Fall kein Problem. Hier in der Nähe ist auch unser Büro, das, was wir haben. Ja, gehen wir mal so weiter. Jetzt vielleicht mal zu den Sachen, die jetzt nicht mehr so direkt ansehbar sind, im Sinne von, dass es dort ein Gebäude gibt, sondern das, was ihr vielleicht euch einfach mal angucken solltet in Leipzig. Das eine ist zum Beispiel der Karl-Heine-Kanal. Der, wenn ihr gerade bei der Spinnerei seid, der geht hier durch Leipzig. Ein gewisser Karl-Heine hat diesen Kanal gebaut. Und das ist inzwischen ein wunderbares Naherholungsgebiet geworden. Man kann mit dem Fahrrad langfahren, man kann sich an bestimmten Stellen hinsetzen, zum Beispiel hier die Steinstreppen am Kanal, da kann man sich hinsetzen. Und es ist ein Naturidyll, wo man hier langfahren kann. Und es gibt auch regelmäßig Bootsfahrten, wo man fahren kann. Oder man kann auch das Zweite, was man machen kann, man kann sich auch ein Kajak ausleihen oder ein Paddelboot ausleihen und dort langfahren. Machen im Sommer ganz, ganz viele Leute. Paddelbootstellen, die stehen gar nicht auf meinem Zettel, kann ich aber vielleicht auch noch mal sagen. Also man kann dieses ganze Flusssystem hier lang, ich versuche es euch mal noch zu zeigen, hier ist ein Flusssystem hier und bis zum Stadthafen hier hinten kann man das alles also befahren. Und vielleicht da gleich mal zwei Punkte. Wo kann man denn Paddelboote leihen? Einmal kann man es beim Stadthafen leihen, dann kann man es bei der Rennbahn leihen, das ist hier, da gibt es auch eine Leihstation.
Und es gibt noch den Bootsshop Herold. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, dass ich den schnell finde. Der ist hier. Hier seht ihr schon die ganzen Boote. Hier kann man auch Kajaks leihen. Das ist hier unten in der Antonienstraße. Da kann man auch, oder Paddelboote kann man hier problemlos leihen. Und von dort aus gehen auch Fahrten. Und Fahrten kann man auch vom Bootsshop Herold machen. Und jetzt muss ich ganz kurz gucken. Der Mike weiß das, aber wir wissen es auch. Sehe ich gerade beim Bootsverleih Klingerweg. Die bieten auch Rundfahrten an. Und ich glaube, der Stadthafen auch. Und Bootsverleih Klingerweg kann man nur empfehlen. Da kann man sehen, dass man eine Fahrt machen kann mit Christian. Der war nämlich früher mal bei uns Mitarbeiter, nicht bei uns direkt, sondern bei einem anderen Unternehmen, wo ich mal gearbeitet habe. Und der Christian fährt zum Beispiel die ganze Zeit über die Kanäle hier in Leipzig. So, und dann kann man sich das angucken. Die Fahrten gehen, glaube ich, so eine Stunde, Mike, oder? Mike nickt, ja, so eine Stunde unterbauen. Da kann man sich halt wirklich ganz, ganz viel angucken. Aber es gibt natürlich verschiedene Fahrten. Also da fällt mir ein Bootsverleih Klingerweg. Dann Stadthafen und dann Bootsshop Herold, die auf jeden Fall alle drei Fahrten anbieten. Wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Kann auch sein, dass es noch andere Organisationen gibt, die Fahrten anbieten. So, das ist das, wenn wir aber so dabei sind bei diesen Softfacts, was man halt so an besichtigen kann, ohne dass man groß jetzt Geld ausgeben muss. Dann möchte ich hier noch auf den Auenwald drauf hinweisen. Wir haben in Leipzig das Glück, dass ein Waldgebiet von Norden, von hier durch die ganze Stadt in den Süden geht und ihr seht, das ist relativ groß und da kann man auch immer gute Spaziergänge machen. Es ist auch, wenn man abseits der Straßen ist, dann sehr, sehr ruhig, lohnt sich auf jeden Fall zu besichtigen und ist auch ein Grund, einfach mal nach Leipzig zu kommen. Und wenn man durch den Auenwald schon geht oder sich ein Fahrrad leiht, dann kann man auch gleich weiterfahren zum Nordstrand. Das ist hier und den Nordstrand liebe ich, weil es ist richtig, es hat im Sommer spanisches Feeling, riesiger, breiter Strand, wo man was machen kann. Daneben gibt es auch einen FKK-Bereich, wird auch gleich freundlicherweise von Google angezeigt. Mir gefällt besonders die Hacienda, weil dort kann man wunderbar frisch gezapftes Bier sich holen, man kann draußen sitzen und das hat so auch was Spanisches dort in der ganzen Richtung und es ist wirklich, ja, einfach schön. Kann man mal machen, auch dort gibt es übrigens eine Bootsrundfahrt, die geht vom Pier 1 hier oben einmal rund um die Insel. Ich weiß gar nicht, ob das hier hinten stimmt, dass das auch angelegt wird, aber auf jeden Fall bis hier bis zum Nordstrand. Und von meiner Sache auch eine schöne Fahrt. Und wenn man halt mal schön essen gehen möchte, dann kann man das hier machen am Pier 1. Da gibt es mehrere Restaurants, die auch sehr schön sind. Hier ist auch der Hafen, ihr seht, hier ist ganz schön viel mit Schiffsverkehr los. So, aber wenn wir einmal bei den Seen sind, machen wir gleich weiter. Nahe See ist auch der Markkleeberger See, ist hier, kann man auch wunderbar auch eine Schiffstour buchen und man kann rundfahren und man kann mit dem Fahrrad rundfahren die Runde und da gibt es auch gleich den Kanupark hier. Ihr seht, in Leipzig gibt es ganz schön viel zu entdecken. Den Kanupark, der ist auch wunderbar. So, und im Norden gibt es noch die Schladitzer Bucht, das ist hier der Schladitzer See. Dort gibt es, seht ihr hier auch, ein großes Strandresort, wo man machen kann. Dort kostet der Strandeintritt, hat aber den Vorteil, dass er sehr, sehr sauber gehalten ist. Und dort kann man sogar auch übernachten, wenn man Urlaub machen möchte. Hier oben kann man übernachten, da gibt es Ferienhäuser und so weiter und so fort. Und das ist so ein kleines, wie so eine Art Resort, richtig schön gelegen. Und ist der Schladitzer Bucht ist auch wunderbar zu machen. Und jetzt noch für die Leipziger, viele werden sagen, du hast uns den Kulkwitzer See vergessen. Und der Kulkwitzer See, der ist im Westen der Stadt. Das ist auch ein altes Tagebaurestloch. Und dort, der ist nur ein bisschen kleiner und da kann man auch, da gibt es einen Zeltplatz, dort kann man auch baden, dort gibt es auch FKK-Strände. Das ist sehr nah von der Stadt zu erreichen. Ich würde sagen, von der Innenstadt mit dem Fahrrad ungefähr eine halbe Stunde schon ist man dann da. So, jetzt bin ich ein bisschen gesprungen auf meinen Plan. Wir schauen mal weiter. Jetzt würde ich euch nochmal gleich sagen, was ihr denn noch als für die Kinder besuchen solltet. Und zwar für die Kinder ist für mich die Nummer 1 der Leipziger Zoo. Wir zoomen mal ran. Der ist ganz nah von der Innenstadt. Ich würde sagen, gefühlt 10 Minuten, Viertelstunde vom Hauptbahnhof weg. Und der ist hier. Und ihr seht hier eine riesen Hülle. Die lohnt sich anzugucken, wenn es schon Herbst wird oder schon Winter ist. Dort drinnen herrschen die ganze Zeit tropische Temperaturen im Gondwanaland. Das finde ich sehr, sehr angenehm und auch für Allergieleute, die im Frühling Allergie haben, die können da reingehen und können sich mal holen, der zum Beispiel keine Tabletten nehmen kann. Habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Dann kann man da echt hingehen und man sich eine 2 Stunden, 3 Stunden holt. Ich habe sogar schon mal mit dem Laptop dort drin gearbeitet.
Und das ist das Zoogelände, wunderbar. Er ist auch einer der größten oder beliebtesten Zoos Europas, kriegt regelmäßig Auszeichnungen und ist ein ganz schön großes Gelände. Braucht man mindestens schon den ganzen Tag dort den Zoo zu besuchen. Daneben gibt es das Rosenthal, auch ein Waldgebiet, was sehr, sehr schön ist, wo man lang gehen kann. Und wo wir vorhin schon beim Clara Zetkin Park waren, hier gibt es auch ein schönes Parkgebiet, wo gestern Abend war hier total warmes Wetter und die Leute saßen alle im Park draußen, haben natürlich gegrillt, haben gequatscht, haben Bier getrunken und es ist wirklich richtig, richtig schön, dort abends auch mal lang zu gehen, wenn schönes Wetter ist im Sommer. So, dann noch ein kleiner Geheimtipp für Kinder, das Unikatum Kindermuseum. Das ist in der Tschorrischen Straße. Wir verlinken euch alles in die Shownotes rein mit Google Maps Eintrag und damit ihr es dann auch gleich sehen könnt. Das ist ein Kindermuseum, da kann man Kindergeburtstage veranstalten. Es gibt aber auch viele Sachen für Kinder zu lernen dort drinnen und das ist in der Tschorrischen Straße. Sieht von außen ein bisschen harmlos aus, ist aber wirklich mit viel Liebe gemacht, ist auf jeden Fall auch eine Reise wert, dass man dort mal hingeht und da gibt es auch ein kleines Café drinnen und wie gesagt, man kann auch Kindergeburtstage dort veranstalten. Und wenn wir einmal dabei sind, dann können wir weitergehen zum Wildpark. Der Wildpark ist im Süden von Leipzig und das ist auch ein, jetzt muss ich nochmal schnell gucken, wo er ist, der ist ungefähr hier, der Wildpark. Das ist ein Park, wo man auch kostenlos, ohne Eintritt Tiere besuchen kann. Dann gibt es mehrere Gaststätten dazu. Das russische Blockhaus kann ich nur empfehlen. Und eine Falknerei habe ich gerade gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es eine Falknerei dort gibt. Sehe ich jetzt erst hier. Also, und da gibt es auch kleine Pavillons mit Tieren, die man sich angucken kann. Und das ist auf jeden Fall hier das ganze Area. Und das Schöne ist, es ist halt auch kostenlos. Und ich sehe gerade, da hinten gibt es auch einen Bootsverleih. Das habe ich gar nicht jetzt richtig vor Augen gehabt. Bootsverleih am hinten im Wildpark zeigt mir Google Maps gerade an. So. Und für Kinder, der Mike wird wissen, wo ich jetzt hingehe. Wir gehen Norden zum Auensee. Für Kinder, so mit, würde ich sagen, 3 oder 2 bis 6 Jahren immer noch spannend, ist die Parkeisenbahn am Auensee. Das ist hier der Bahnhof. Ich gucke mal, ob ich den sehe. Ja, hier sieht man ihn ein bisschen. Und dort fährt in einer Viertelstunde die Bahn hier um den See einmal drumherum. Und das ist für Kinder auf jeden Fall auch ein schönes Ausflugsziel. Hier seht ihr auch sogar ein schönes Foto. Das kann man, glaube ich, zeigen. Das ist rechtlich legal, wenn man das mal ganz kurz so zeigen kann, Parkeisenbahn. Ja, so sieht das dann ganz aus. Und da gibt es Freisitzwagen und man kann dann wunderbar drum rumfahren. Auch eine Empfehlung wert. Leider kann man im Auensee, glaube ich, aktuell nicht baden, aber das weiß ich nicht ganz genau, weil der noch ein bisschen umgekippt ist. Aber da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Informiert euch einfach nochmal. So, dann haben wir die Strände abgehakt. Dann haben wir alles abgehakt, was an Museen ist. Es stimmt nicht ganz. Es gibt noch ein paar andere Museen, aber ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal so an Museen. Und jetzt geht es weiter. Da habe ich auch schon alles weg. Jetzt gehen wir mal zu den Hoteltipps für Leipzig, die ich euch empfehlen möchte. Die kenne ich so ein bisschen. Das ist jetzt wirklich eine subjektive Auswahl. Es gibt ganz, ganz viele Hotels, aber einfach eine kleine subjektive Auswahl an Hotels in Leipzig. Wir fangen an ganz einfach mit dem Leipzig Marriott Hotel. Das ist direkt in der Innenstadt hier. Das ist ein typisches Marriott Hotel mit Sportsbar unten drin und zentral gelegen direkt beim Bahnhof hier. Man geht einmal schräg rüber. Das ist eine Empfehlung. Dann hat man hier gleich zwei Budget Hotels, Ibis Budget und das Ibis Budget und das Ibis, was auch gleich daneben ist, wo man das Ganze ein bisschen, wo man das Ganze in der Regel ein bisschen günstiger kriegt. Dann ist noch eine schöne Empfehlung, finde ich, das Motel One. Davon gibt es gleich 3 in der Stadt. Eins direkt bei der Nikolaikirche, nämlich hier. Eins dann hier vorne, ihr seht es auch gerade, Leipzig Augustusplatz. Und ein drittes Motel One ist hier bei der Post. Und die Post hat noch den Vorteil, dort ist es sehr, sehr schön, weil man kann oben drauf gehen und hat dann noch einen schönen Ausblick. Das ist das Motel One, finde ich auch recht neckisch. Ja, und dann gibt es, sage ich mal, noch diverse andere Hotels. Daneben ist Radisson Blu, das kenne ich jetzt von drinnen nicht, muss ich zugeben. Und hier noch ein NH gleich beim Rathaus hier unten. Ne. Aber es gibt eine ganz, also es gibt, ihr seht, eine ganz, ganz, ganze Menge von Hotels, auch hier in den Umland, in den Areas hier drumherum, die auch ein bisschen, sage ich mal, ruhiger dann sind. Wir können vielleicht noch eins, könnte ich euch noch zeigen, schnell. Das ist hier oben das Seminaris Hotel, das liegt sehr im Grünen. Und da kann man, glaube ich, auch Fahrräder leihen, dann kann man damit in die Stadt fahren. Das ist hier durch den Park durch, ist man auch in 20 Minuten in der Stadt mit dem Fahrrad oder sogar 20 Minuten, würde ich sagen, durch den Wald. Das ist zum Beispiel eins, was man machen kann.
Ja. Gut, dann haben wir das soweit erledigt. Also Hotels gibt es eine Riesenauswahl, aber das waren jetzt nur so ein paar Tipps, die mir so einfallen, ganz spontan. Jetzt ist Leipzig aber für ein was berühmt, für das Nachtleben auch. Jede Besucher, die wir bekommen, die sagen immer, hey, das ist so toll bei euch. Wenn ich bei euch wäre, würde ich die ganze Zeit versacken. Und deshalb will ich jetzt auch nur ein paar Schwerpunkte machen, wo man hingehen kann, wo das Nachtleben sich abspielt. Erster Punkt, wir bleiben mal ganz kurz in der Innenstadt. Das ist das Barfußgässchen. Und wie gesagt, wir verlinken es euch alles in den Shownotes, dass ihr da hingucken könnt. Das Barfußgässchen, da habe ich früher noch 1990 mit dem Auto davor geparkt. Das geht vom, man sieht es hier gar nicht so schön, vom Marktplatz hier rein. Und das ist das Barfußgässchen. Und da gibt es ganz, ganz viele Freisitze draußen. Und das ist ein bisschen touristisch, würden wir jetzt sagen. Aber manchmal gehe ich dort auch noch hin und das ist auch schön. So, der nächste, die berühmteste Kneipenmeile, die am Anfang, wo es angefangen hat, ist die Kali, sagen wir, die Kalibnichstraße, die ist hier und da ist das Epizentrum. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Irgendwie ist das Internet hier gerade heute ein bisschen langsam bei uns hier. Das ist in der Nähe vom Südplatz. Der Südplatz jetzt hat es ein bisschen aufgeholt. Das ist hier die NATO, das Kiliwili und hier ringsherum schließen sich einige Kneipen an vom Volkshaus. Und das ist hier die ganze Straße entlang, gibt es jede Menge Kneipen, wo man hingehen kann. Das ist so die Ur-Leipziger Kneipenmeile ja, im Prinzip von der Innenstadt bis zum Connewitzer Kreuz reiht sich eine Kneipe nach der anderen. Die Kalibnichstraße zu empfehlen. Ein bisschen abgelöst wurde sie vielleicht durch die Karl-Heine-Straße, wo wir jetzt auch sitzen, wo wir gar nicht so weit weg sitzen. Und zwar hat sich da so ein bisschen das Ganze hier Karl-Heine-Straße, Ecke, Merseburger Straße. Ihr seht hier ganz, ganz viele Gaststätten und das geht jetzt im Prinzip vom Felsenkeller bis zum Kanal, wo es ganz viele Kneipen gibt, wo man auch viel draus sitzen kann. Und noch besser leben, das wird öfters mal in der New York Times zum Beispiel erwähnt, ist eine sehr, sehr urige Kneipe. Man kann auch drinnen rauchen und es ist total voll und es wird auch nur Flaschenbier ausgeschenkt, aber es ist einfach mal sehr zu empfehlen. Geht mal hin und das ist so, ja, das ist ein bisschen urig, würde ich eher sagen. So, das ist hier. Ein kleiner Geheimtipp noch, was ich noch in der Körneritzstraße erst selber vor 3 Tagen erst kennengelernt habe. Jetzt muss ich nur ganz kurz nur gucken, wo es ist. Hier ist die Körneritzstraße. Da entwickelt sich gerade auch ein bisschen was und zwar das Subotnik zum Beispiel, die Bauhütte hier unten. Hier entwickeln sich gerade Kneipen. Da gab es vor ein paar Jahren gar keine Kneipen. Bilde ich mir zumindest ein. Bitte berichtigt mich, wenn ich da falsch liege. Und da entwickelt sich auch gerade ein bisschen was. Und ich hatte einen Studenten als Untermieter, der ist immer in die Eisenbahnstraße gegangen. Die Eisenbahnstraße ist ein bisschen verschrien. Da gab es auch mal Berichte über die schlimmste Straße Deutschlands. Aber da gibt es jede Menge auch sehr improvisierter Kneipen und gerade so in diesem Bereich hier hinten zwischen Torgauer Platz und Zentrum, da gibt es auch ein paar Kneipen, wo ganz, ganz viele Leute hingehen und Kuhne hier zum Beispiel. Und das sind so eine Sache, die jetzt gerade erst im Wachsen ist, würde ich sagen, oder vielleicht sogar schon, weil ich zu alt bin, schon gewachsen ist, schon längst. Aber hier kann man auch mal abends durchschlendern. Und es ist längst nicht mehr die schlimmste Straße Deutschlands. Das ist auch eine Sache, die ich empfehlen möchte. Und die letzte Kneipenmeile, da glaube ich, dass die sich erst entwickelt, aber da gibt es jetzt auch schon ein paar Sachen. Und zwar ist das die, muss ich jetzt hier gucken, genau, hier sieht man auch schon leichte Ansätze, die Georg-Schwarz-Straße. Das glaube ich, diese Straße hat noch Potenzial. Da gibt es auch diverse Kneipen jetzt schon. Das ist vielleicht nicht so voll, aber da kann man ruhig mal hingehen, da gibt es einige Läden, die man sich angucken kann. So, aber wenn wir jetzt einmal so bei den Kneipenmeilen sind, also ich habe gesagt euch natürlich, wo ihr hingehen könnt, ist das noch besser Leben, Karl-Heine-Straße. Dann, das erzähle ich jetzt einfach nur mal auf, dann hätte ich das Spitz anzubieten. Und wir gehen jetzt mal nochmal in den Clara Zetkin Park. Dort gibt es zwei Biergärten, die wunderbar sind. Einmal das Glashaus im Clara Park. Und einmal den Musikpavillon hier, wo man abends hingehen kann. Der einzige Nachteil ist, beides schließen um 22 Uhr. Das finde ich gerade in einer lauen Sommernacht ein bisschen schade. Aber den Musikpavillon ist sehr zu empfehlen, kann man tun. Und wenn wir einmal bei Biergärten sind, meine persönliche Empfehlung ist auch der Bayerische Bahnhof. Ich schwimme mit euch, aber wir blenden es euch alles ein. Wir zeigen euch auch die Bilder dazu. Bayerische Bahnhof ist, jetzt muss ich kurz gucken, der ist hier. Da gibt es auch einen sehr, sehr lauschigen Biergarten. Den sieht man hier. Da sieht man, dass da keine Bäume drüber sind. Und auch das ist ein schönes Brauereilokal, auch im Winter ganz gut
zu besichtigen. So, und wer einen Ausflug machen möchte, mit dem Fahrrad ein bisschen und durch den Wald und durch, fahren, der kann hier bis zur Domholzschenke fahren. Das ist schon eine Stunde weg und das ist ein schöner Waldgasthof in Leipzig. Man kann hier wunderschön am Fluss entlang fahren und das ist auch eine Sache, die man gut sehen kann. So, jetzt haben wir Kneipen erledigt, jetzt haben wir das Ganze erledigt mit den Museen. Wir haben ein bisschen Ausflugstipp, meine persönlichen Geschichten. Jetzt vielleicht noch ganz kurz, wie kommt man nach Leipzig? Und zwar, meine Empfehlung ist auf jeden Fall mit dem Zug. Leipzig liegt sehr zentral an der Bahnstrecke Berlin-München. Leipzig liegt sehr zentral an der Bahnstrecke Dresden-Leipzig-Frankfurt-Main. Von Frankfurt sind es, glaube ich, um die 3 Stunden. Berlin sind es 1 Stunde 20 Minuten. Hamburg sind es auch, glaube ich, um die 3. München sind es um die 3 Stunden. Ruhrgebiet, wenn ihr aus Richtung Düsseldorf kommt, da ist es ein bisschen länger. Da sind es, glaube ich, um die 5 Stunden. Auf jeden Fall, Leipzig ist sehr, sehr gut mit dem Zug zu erreichen. Leipzig hat auch einen Flughafen, da gibt es Flüge regelmäßig nach Frankfurt und nach München. Das sind aber mehr Zubringerflüge zu den internationalen Flügen. Kann man machen, muss man nicht machen. Und natürlich kann man Leipzig auch sehr gut mit dem Auto erreichen. Zentral an der A9. Man kommt also von München mit der A9 hoch, von Berlin für die A9 auch runter. Und aus dem Ruhrgebiet zum Beispiel über die A38 aus Richtung Kassel kommt man dann. Also das heißt, ihr könnt die A44 fahren von Dortmund nach Kassel und dann von Kassel weiter mit der A38 und seid dann auch gleich in Leipzig. Das geht eigentlich ganz gut. Und in der Stadt selber kann man sich sehr, sehr gut mit dem Straßenbahnnetz der Leipziger Verkehrsbetriebe bewegen. Und die Karten kann man an den Automaten kaufen. Das ist bei uns leider nicht so, dass man das kann man schon in dem Wagen auch kaufen. Da geht aber nur Bargeld, kauft es an den Automaten, da könnt ihr auch eure Karten verwenden. Und was ich noch empfehlen möchte, ist, dass ihr ganz einfach euch auch ein Nextbike ausleiht. Das heißt, Leipzig ist so ein bisschen der Geburtsort von Nextbike, weil das wurde hier gegründet. Ihr ladet das einmal auf eure App hoch und dann müsst ihr Kreditkartendaten hinterlegen. Eine Viertelstunde Fahrradfahren kostet 1 Euro und man kann sich in der Stadt recht gut damit bewegen. Gibt es dann Gebiete, wo man es nicht abstellen darf. Man darf zum Beispiel nicht im Park abstellen, aber das ist alles sonst kein Problem. Ihr könnt auch mit der S-Bahn fahren, das ist ja alles mit inklusive und das ist, wenn ihr ein Deutschland-Ticket habt, gar kein Problem. So, alle Leipziger, die mich jetzt kennen, ich habe garantiert viele, viele Dinge vergessen. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr in Leipzig wart und auch noch einen persönlichen Tipp habt, einen besonderen Kneipentipp habt, schreibt es gerne in die Kommentare, würde ich mich freuen. Und wenn ihr mal ans Meer wollt, dann haben wir für euch einen wunderschönen Reiseführer über Swinemünde produziert. Den könnt ihr euch jetzt hier angucken. Und ich sage bis dann oder bis bald.